erlebte die Hauptstadtdebatte auf der Pressetribüne. Herr Herrlis, die Pressetribüne war voll besetzt mit nationalen und internationalen Pressevertretern. Wie war denn so die Stimmung unter den Journalisten? Gab es schon eine Ahnung, wie es ausgehen könnte? Zunächst war die Stimmung pro Bonn. Ich habe davor gewarnt, weil ich eben auch aus Bonner Hintergründen kannte, dass die Fraktion der Prominenz doch sich durchsetzen wird. Alle Prominenten, Helmut Kohl, Willy Brandt, Jochen Vogel, Hans-Dieter Genscher, Mischnick, die waren für Berlin. Und dann kam der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble. Er hielt hier seine Pro-Berlin-Rede und sie gilt heute als die Rede, die den Ausschlag gegeben hat, dass viele Abgeordnete noch ihre Meinung geändert haben und sich dann für Berlin entschieden haben. War es so? Herr Schäuble galt als schroff, aber er ist nicht schroff. Und er hat eine eigentlich demütige Rede gehalten und nicht als Bundesminister des Inneren, sondern als Abgeordneter. Und das war an dem Tag überhaupt das Schöne, dass die Abgeordneten als Abgeordnete sprachen, nicht in ihrer jeweiligen Funktion. Und was ist hängen geblieben von dieser Rede? Von dieser Rede ist vor allen Dingen die Bitte, dass Herr Schäuble gebeten hat, bitte stimmen Sie mit mir für Berlin. Das ist nicht gegen Bonn gerichtet, sondern das ist für die Einheit und Freiheit Deutschlands eine wichtige Entscheidung. Und wir haben es auch immer gesagt, dass wir die Bundeshauptstadt Berlin wollen. Und auch hier auf der Pressetribüne ist sozusagen vielleicht ein Raunen durch die Reihen gegangen, ja, dass man sich so angestoßen hat, gesagt, das mein Kollege jetzt von der Saarbrücker Zeitung, ich bin ja deshalb hier hingegangen, weil ich vom Temperament her eigentlich immer noch mehr Parlamentskorrespondent als Chefredakteur des Generalanzeigers war. Der Kollege von der Saarbrücker sagte nach Schäubles Rede, nun habt ihr verloren. Und da habe ich gesagt, was heißt hier ihr? Wir sind erstmal Journalisten und das sind die Entscheider und die Entscheiderinnen da unten.